Meine lieben Freunde, da ich auch einer der Pablo-Brüder unbedingt sein muss, ne, weil wir spielen das Spiel ja, habe ich mir meine peruanische Andenmütze aufgesetzt und hoffe, dass ich jetzt die Erleuchtung bekomme durch diese wunderbare Mütze mit schönen Plümmeln. Und hast du nicht gesehen? Und ich liebe diese Mütze heiß und innig, ne, mit den Ohren. Das habe ich ja gesagt, ne, als Fahrradfahrer im Winter ist das eine gute Sache. Ne? Schön warm in den Ohren, aber das ist natürlich, weil ich ein Pablo-Bruder sein will. Ne? So, pass mal auf. Also wir haben jetzt erfahren, glaube ich, in der letzten Folge, dass die Ponchos richtig sind, warum auch immer. Aber die Hüte stimmen nicht. Pass auf, wir quatschen den hier nochmal an. Die Pablo-Brüder. Ja, ja. Also, einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Und keinen blauen Poncho. Das könnte Bernd sein. Der hat nämlich keinen blauen Poncho, sondern... Und der neben... Pass auf, wir nehmen den flachen Hut, geben den mal Bernd. Und jetzt erzählst du uns nochmal was. Wie die Pablo-Brüder aussehen. Ja, ja. Also, ich erinnere mich nur noch an eins. Einer der drei hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Okay, einen roten Poncho, aber keine Mütze. Das heißt, Briegel hat den kriegt der den Hut. Und Chili kriegt dann die Mütze. So, jetzt probieren wir es nochmal, liebe Leute. Und ich bin sowieso passend gekleidet. Na, insofern, Herr Türsteher, pass auf, die Fahne ist übrigens geil. Die ist mir letztes Mal, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Wir sind die Pablo-Brüder. Wenn ich nicht wie ein Pablo-Brüder aussehe, wer dann? Hallo. Hallo. Wir sind die Pablo-Brüder. Mhm. Hey, Chiluan, Prilio, Protego, Pablo. Kommt rein, dann kann die Party ja losgehen. Okay. Ihr wisst ja, wo es lang geht, ja, aber sicher. Oder? Na klar. Ja. Ja, ja. Yippie! Ich meine, Karamba. Karamba. Olle. Olle. Holladriadio. Chili. Auf. Ja. Psst, psst. Okay. Mist. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wo ist denn die Party? Das wüssten wir, wenn wir die Pablo-Brüder wären. Ich könnte ein Dimensionsloch suchen. Ja, könntest du. Ja. Musst du aber nicht. Aber wäre wahrscheinlich vorteilhaft, wenn... Was ist das denn hier, das ist... Sieht irgendwie bekannt aus. Warte mal, darunter steht... Lama Lisa, unbekannter peruvianischer Künstler. Öl auf Lamahaut. Öl auf Lamahaut, ah! Ja, aber hier sehe ich ganz viele Lamas. Lama-Statue... Hier, meine Mütze, nur in Rot. Meine finde ich aber fast schöner, ne? Also das, ne? Okay, was haben wir hier? Ein Lama-Läufer. Ein Lama-Läufer. Oder ein Lama-Läufer? Ein Wortwitz gewagter Natur, Bernd, mein Freund. Ich will mal ganz kurz hier die Lupe anblöckern. Ach Gott, oh Gott, okay, die Lama-Statue. Was ist das? Das ist ein Vorhang. Ja, es ist wahr. Es ist ein ganz normaler Vorhang. Oder ist da was dahinter? Ist da was dahinter? Was ist dahinter? Vorhang auf für eine Lama-Statuette. Oh! Bravo! 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 Und hier meine schöne Lama, die Kasse, wir können nichts machen. Vorhang, Fenster. Ein Fenster. Ein Fenster, wie praktisch. Was haben wir hier sonst noch? Ein Lama-Bild. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Briegel? Bernd. Also hier ist noch ein Hocker. Eine Geheimtruhe, liebe Leute, eine Geheimtruhe. Ich kriege die Truhe nicht auf. Lass mich raten. Nur mal so aufgrund meiner bisherigen Spieleerfahrung. Eine Geheimtür? Eine Geheimtür. Ah, wir knackten schon mal eine Geheimtür. Das war nicht in Polovien, das war in, wie hieß das noch? Langolien, oder? Ich weiß es nicht. Die Namen sind ein wenig verwirrend, meine lieben Leute. Was haben wir hier? Das ist, okay. Ja, dann da ist eine Hand, auf dem Lama-Läufer liegt eine Hand und drück, was ist das denn, die goldene Steine? Das sind ziemlich große Goldstücke. Okay. Vielleicht sollte ich auch einen Lama-Laden aufmachen. Ja, Bernd, aber du magst es eigentlich viel lieber, deine Tapete anzustarren. Was, dann nehme ich den mal gucken. Dann schieben wir den mal beiseite. Beiseite. Möchte mir jemand helfen? Nein? Hätte ich nicht erwartet. Oder wartet? Doch. Doch. Der Entriegelungsmechanismus der Geheimtür. Sehr komplex. Ich schätze, eine 13 auf der nach oben offenen Briegelskala für geheime Verschlussmechanismen. Druckplatte. Die Zeichnung eines Lamas mit Kugeln im Bauch.
Okay. Die Zeichnung eines Lamas mit Wasser im Bauch. Okay. Die Zeichnung eines Lamas auf Diät. Auf Diät? Liebe Leute, das ist ja eine gute Sack, würde ich sagen. Erstmal die ganzen Lama-Statuen hier dumm, ein. Die dumm, die dein. Dann packe ich mal ein Lama ein. Das hast du sehr schön gesagt, Bernd. Dumm, die dumm, die dumm, die dein. Und noch eine Lama-Statuette. Cool, da sehe ich eine dritte. Wie praktisch, weil... So, jetzt ist meine Inventarliste ziemlich schwer von den ganzen Goldstatuetten. Goldstatuetten, okay. Pass mal auf, dann... Eine vergoldete Lama-Statuette. Sind die alle gleich? Sind die alle gleich? Eine Lama-Statuette. Mit ohne alles. Eine vergoldete Lama-Statuette. Innen hohl. Befüllbar. Okay, dann ist das vielleicht hier, wo... Du müssen vielleicht da die Kugeln rein, ich weiß es nicht. Können wir die Kugeln jetzt mal nehmen? Die goldenen Steine, ne? Meint ihr nicht, dass das Diebstahl ist? Nein. Ach, was, Bernd? Das ist Spieltaktik. Auf jeden Fall. Na, auf. Dann? Okay, pass mal auf. Können wir da jetzt hier die Dinger reinballern? Hallo? Spieler? Komm mal her, Bernd. Bernd, komm mal her. Pass mal auf. So, jetzt mal ganz kurz hier. Lama-Statue. Das funktioniert so nicht. Wie denn? Wieso funktioniert das nicht? Das ist... Das hast du nicht... Hallo? Okay. Was... Sind die unterschiedlich groß? Eine vergoldete Lama-Statuette. Mhm. Eine Lama-Statuette. Mit ohne alles. Also mit ohne alles, finde ich, klingt nach dem. Komm, putzi, putzi. Er wird sich jetzt noch nichts tun. Okay. Und die? Nein, Bernd, du siehst doch. Die Platte bewegt sich nicht. Die spezifischen Gewichte der einzelnen Lama-Statuetten sind nicht kongruent. Mit den durch die Zeichnungen indizierten. Danke, Busch. Wäre ich nie drauf gekommen. Okay. Gut, dann müssen wir nochmal gucken. Das ist die... Eine Lama-Statuette. Mit ohne mit alles. Mit ohne alles. Okay. Eine vergoldete Lama-Statuette. Okay. Eine vergoldete Lama-Statuette. Innen hohl. Befüllbar. Gut, können wir denn da jetzt so die Dinger reinballern? Okay, dann ballern wir die da mal drauf. Das müsste und ja passen. Drauf. Da wird sich jetzt noch nichts tun. Na klar, wir brauchen ja auch noch Wasser. Und Brot brauchen wir auch noch. Lama-Fett. Leere Dose. Aha. Wir brauchen Wasser und Brot. Also, das ist... Die Zeichnung eines Lamas. Wasser im Bauch. Wasser im Bauch? Okay, wir müssen also Wasser haben. Dann, vielleicht kommt man das Ventil jetzt irgendwie... Aber er sagt ja, das ist... Ein rotes Ventil. Okay, pass mal auf. Das, vielleicht können wir das mal einfetten. Wenn wir hier Lama-Fett. Pass mal auf, fette das mal ein. Das funktioniert so nicht. Okay. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Nee, warum sagst du es denn nicht vorher? Nee, jawohl, da bin ich. Bernd der Klugscheißer, ne? Lama-Shop. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Wasser, ne? Ohne Wasser, das ist eine Toilette. Freunde. Können wir die Battle-Dose? Ne, die können wir gar nicht mehr mitnehmen. Okay, die haben wir auch noch. Okay, da war doch eine Handbettelticket. Mehr Geld brauchen wir eigentlich nicht mehr. Gute Idee, aber ich brauche noch etwas. Equipment für meinen Shop. Okay, das ist wahrscheinlich ein Bug, weil normalerweise... Okay, aber wo kriegen wir denn jetzt Wasser her, Freunde? Er sagt, er braucht ein Werkzeug. Was haben wir denn an Werkzeugen da? Das ist das einzige Werkzeug, was wir haben, die Schaufel. Was ist? Hat er was gesagt? Hallo? Spieler? Spieler? Jemand zu Hause? Jemand zu Hause? Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Okay. Ein Werkzeug. Ein Werkzeug. Vielleicht die Goldmünze? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja. Bernd Klugscheißer kann keiner leiden, ne? Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein Werkzeug. Konzophon hier? Können die Wikinger das kaputt machen? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, doch, oder? Doch, ich hab's versucht. Können wir denn mit Bernd vielleicht mal hier ein paar Wikinger rufen, dass die hier mal ein bisschen... Hallo? Ja, okay. Okay. Aber wo kriegen wir denn jetzt Wasser her, Freunde? Ah, warte mal. Da sickt doch was runter. Das ist vielleicht Wasser. Guck mal, pass mal auf, hier, leere Dose. Genau, mit Lamakopf. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Aber hier ist doch... Das hast du nicht gerade... Aber wir könnten auch theoretisch. Hallo? Weil hier sickt doch Wasser runter, oder sehe ich das falsch?
Da können wir nichts machen ohne Werkzeug. Das kann ich mit meinen Händen weder drehen noch abschrauben. Dazu bräuchte ich Werkzeug. Dazu bräuchte er Werkzeug. Na gut. Alright. Wir haben mal am Ventil. Ein Gaffertape ist immer richtig. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir ja vorher sagen können. Der schöne Spinnenweben, der Eselkopf. Ne? Ja, das ist. Aber. Moment, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier auf die Lupe. Ja, Türsteher, aber können wir denn da. Können wir das Lamafett denn da vielleicht? Oder können wir das. Moment, ich will mal ganz kurz hier die Lamas mir angucken. Übrigens richtige Pluralform, ne, wisst ihr? Eine Lama-Statuette. Ohne alles, okay, das ist dann. Eine vergoldete. Okay, pass mal auf, können wir denn hier das Lamafett da. Hallo? Das kann nicht funktionieren. Ein Sirup. Lamafett da. Das funktioniert so nicht. Aha. Das hast du nicht. Doch, das habe ich versucht, weil ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, liebe Leute. Dann bin ich ehrlich, ne? Okay, dann gehen wir noch mal rein. Ich muss mal ganz kurz schauen. Aha. Wo, Wasser, wir brauchen Wasser, Freunde. Ich gehe nochmal hier auf die Lupen. Das ist nur der Vorhang. Lamaläufer. Okay, das könnte schon mal stimmen. Dann nehmen wir die mal und stellen die mal da drauf. Putzi, putzi, putzi. Jetzt noch nichts tun. Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie an Wasser kommen. Weil da ist die jetzt mit den Dingern drin und bla bla bla. Aber können wir die einreiben? Hallo? Ja. Wir können mit Riegel nicht quatschen, wir können mit Chili nicht quatschen. Nochmal auf die Ausrufezeichen. Die geheime Tür können wir auch nicht öffnen. Ja, Freunde, wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser und... Hier tropft doch eigentlich dauernd was runter. Lama-Kopf. Was können wir denn die Lama-Schatte damit verwenden? Ah. So, jetzt hat das Lama einen Blubberbauch. Ah. Nachtigallikör, der Trapsen. Coole Sache das. Okay, das heißt, das mit dem Blubberbauch kommt dann da rein. Das müsste es eigentlich sein, liebe Leute, oder? Komm, putzi, 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 komm, putzi, abracadabra. Eine jetzt nicht mehr geheime Geheimtür. Da müssen wir jetzt rein ins Geheimversteck. Leute, ihr wisst, ich habe Angst vor Geheimverstecken. Das ist... Wir gehen da rein. Oh, eine Vulkanhöhle. Wie passend für einen Raum hinter einer Geheimtür. Wir sollten gehen. Ich bin allergisch gegen Lava. Wo ist denn jetzt die Party? Höret! Die Zeit des lächelnden Lamas ist angebrochen. Also nachdem ich den Soundcheck gemacht habe. 1, 2, 3, Test, Test, Test. Bernie, Chili, ich glaube, wir sind der verschwundenen Jack-Statue ganz dicht auf der Spur. Mimi! Lama, 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 Pipapo, Pipapo, Pipapo. Meinst du die Statue, die dort drüben über der geschmolzenen Lava hängt? Herzlich willkommen zur Jack-Opferung hier im bla 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 bla. Nein, das arme Jack! Es ist scharf, es ist. Ach, auch egal. Genau. Hört ihr mich? Dann kann's ja losgehen. Nein. Ich habe einen Traum. Ein Traum, wo alles vom Lama kommt. Kleidung, Essen und auch Hygieneartikel. Ja, denn das alles können uns die Lamas geben. Und auch den Weltfrieden. Denn wenn alles Lama ist, ist alles gut. Aber damit das passieren kann, müssen wir dafür sorgen, dass alles Lama ist. Und das können wir nur erreichen, wenn wir unseren schlimmsten Konkurrenten vernichten. Die Jagd-Produktpalette nimmt den Platz ein, der eigentlich dem Lama gehören sollte. Man kann auch viel aus Jagd machen, aber es ist nicht Lama. Deswegen werden wir den internationalen Jagd-Produkthandel sabotieren. Und das ist erst der erste Schritt. Applaus! Wir müssen das Jagd befreien. Also los, Bernie, lass dir was einfallen. Bla bla blama, blama blama ding dong, lava bla 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 bla
Lama, ein andächtig lauschender Lama, 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 Blablablama, 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 Statue, was offenbar, wenn man sie in flüssige Lava absägt, das ist nicht gut. Blablablama, 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 Gerümpel. Blablablama, Fritz, nimm mir das Zeug angehört. Blablablama, Lava, Alter, können wir den nicht mehr abstellen? Der geht mir auf den Senkel mit seinem Blablabla. Du bist doch hier Wikinger. Ich will sofort einen Wikinger und den Typen machen. Das funktioniert so. Da sind nicht hier auf Freunde angekommen. Blim, 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 blim. Kommen wir da irgendwie durch? Oder? Götzenstatue. Eine hässliche Götzenstatue auf einem Zuckerrohr. Wer will die schon haben? Ich will auf jeden Fall. Bernd, komm mal her. Du kommst da klar nicht durch, du kleiner. Boah, Fritz hat die Fresse! Ich glaube, die lustig funkelnde Götzenstatue ist ein Schalter für einen bestimmt wahnwitzigen Mechanismus, den ich sicher nicht auflösen werde. Ich bin doch nicht lebensfroh. Ja, ja, lass es Chili machen, genau. Chili macht das jetzt. Boah, Fritz hat die Fresse! Cool. Oh, was war das denn? Egal, ich schlaf mal eine Runde. Oh, alles in Ordnung da unten? Alles super! Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Jungs. Hier stehen Sessel, Fernseher, Getränke, Fußmassagegeräte. Was läuft denn im Fernsehen? Der Bahnstreckenkanal. Wie gerne wäre ich mit runtergekegelt worden. Das ist übrigens Bernds Lieblingskanal, der Bahnstreckenkanal. Liebe Leute, ich bin so froh, dass wir den Fritz ausgeknipst haben. Ihr seht, er hatte noch ein paar Sterne, wie ihr seht, ne? Und wir schnappen uns jetzt dieses verkackte Megafon, weil wenn der... Oh, wir spielen Chili. Damit kann ich noch lauter sein, als ich schon bin. Das ist nicht gut und ich kann jetzt noch wecker sein, als ich schon bin, denn ich bin weg, weil Folge beendet, liebe Leute. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne ab in die Rinne und Gott sei Dank ist dieser Lama Fritz ruhig. Meine lieben Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das ist alles ganz schrecklich. Ciao, ciao.